Yes, baby. Komm her. Ja. Moin, meine lieben Reisebegleiter, und herzlich willkommen bei unserer Reise hier auf der Insel der Hoffnung in der Puma-Region in Survival Fountain of Youth. Und ja, ich habe ja gesagt, wir gucken uns jetzt mal den Boss an. Ich habe uns ein bisschen was vorbereitet. Wir trinken erstmal was, essen wir noch was. So, dann geht's uns gut. Jetzt fahren wir rüber zum Boss. Kümmern uns um den in dieser Folge. Und ja, wir schauen mal, wie es wird. Ja. Könnte also auch sein, dass es nur eine kurze Folge heute wird. Vielleicht mache ich dann auch noch den Schlangenboss. Den machen wir aber auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Aber das werden dann auch die letzten beiden Folgen hier erstmal. Bis das nächste Update kommt. Mal schauen, wann es sein wird. Und dann spielen wir nur noch den Rest. Und wahrscheinlich auch den Endboss, aber dann muss ich erstmal ein bisschen pausieren hier. Ja, wir haben ja alles, brauchen ja nichts, wir hoffen nicht auf den Vibe. Aber sowas gibt es ja bei diesen Spielen meist nicht. Also höchstens, wenn du Multiplayer hast. Ne? Ja, und ja, deswegen, genau. Das ist der Plan für Fountain of Youth. So schön das Spiel ist, aber im Moment kann ich eine Pause davon gut gebrauchen. Ja. Aber wird allgemein ein bisschen weniger bei mir werden, weil ich im Moment viel um die Ohren habe. Nur, dass ihr da auch schon mal Bescheid wisst. Also, wird nicht ganz aufhören, aber ich werde mich dann erstmal auf zwei Let's Plays konzentrieren. Das ist dann Conan und Night of the Dead. Ja, und im Livestream wird dann auch erstmal nur Enshrouded jetzt heute Abend laufen. Und wenn Lust und Zeit ist, mache ich auch nochmal einen Freitagsstream. Aber wie gesagt, das wird etwas seltener. Tatsächlich. Ja. Neues Jahr, neue Aufgaben, ne? genau. Ja, sonntags werde ich auch erstmal arken noch, klar. Aber auch nur noch, bis wir den Boss durch haben. Und dann muss ich mal gucken, den Sonntag möchte ich mir gern für die Familie freihalten. Das hat im Moment mehr Priorität. Und ja, dann schauen wir mal, wie es so weitergehen kann. Da ist er. Ich bin zu früh abgebogen. Verdammt. So, dann gucken wir mal. Ja, ich habe mir gedacht, wir fahren gemeinsam hier hin. Wir gehen auch gemeinsam den Weg dahin. Aha. Hier ist eine Höhle. Okay. Da waren wir aber auch schon, oder? Ach nee, das ist keine Höhle. Genau, hier kommt man an, ne? So, Windkälte habe ich mit. Können wir gleich was gegen tun. Zack. So. Ah ja, warte. Ich muss mal eben noch mal hier was austauschen. Wo sind sie da? So, die Knochenpfeile will ich dafür lieber haben. Ja. Ich habe doch Knochenpfeile gesagt. Was machst du denn? Ja, jetzt. Jetzt hat er. Meine Güte. Wo ist denn der zweite? Kojote hier. So. Da waren doch gerade noch zwei. Hey.
Jetzt liegt er aber ganz schön bescheuert da. Ah, geht doch. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr an meinen Pfeil ran, ey. Wo ist denn der zweite Kojote jetzt hin? Der Kollege vom Kollegen. Wo ist er? Ist er mir hierher gefolgt? Nö, ne? Doch, da sitzt er. Da im Busch hat er sich verfranst. Mit ihm nicht richtig. Aua! Meine Güte. Der war jetzt aber eine etwas schwerere Geburt hier, ne? Einmal Pfeil, zweimal Pfeil. Gut. So, hat er den? Na, warte, dann hebt den nochmal auf hier, Junge. So. Und weiter zum Boss. Wir haben nichts, uns geht's gut. Wie ging's denn da noch hin zum Boss? Ne? Muss ich mich auch erstmal wieder durchfuchsen hier. So, hier Schlangen, ne? Ach, die Eulen. Ich hasse die. Ah, doch irgendwie der Weg über die Brücke. Bla bla. Ja. Aber wo? Oh, ein paar Orangen kann man mitnehmen. Immer sinnvoll. Aber wo ging es denn jetzt nochmal lang hier? Hier. Oh, hier liegen noch ein paar Samen rum. Kürbiskerne mitgenommen. Hier ist ein Puma irgendwo. Da. Na komm, Pussycat. Hä? Rennst du hin? Hallo, Kätzchen. Hallo. Hä? Wo bist du denn hin? Ja. Hey. Aua. Ach, die sind doch doof zu machen, die Scheißviecher jetzt, ey. Ey, sag mal, was ist denn mit Verteidigen hier, du Blödmann? Ja. Echt jetzt mal. So, meine Fresse, ey. Das gibt's doch manchmal nicht, ne? Die haben das so kacke gemacht, ne? Mit den Tierbewegungen, das ist total scheiße geworden. Völlig unberechenbar. So, jetzt haben wir den Salat, ne? Jetzt nehmen wir mal hier so eine Gummilösung hier. So, der gibt mir ein bisschen Heilung wieder. So, die Frage ist jetzt, wo ging es lang? Da ist ein Schwein, das Angst vor uns hat, glaube ich, ne? Oder war das ein Wildschwein? Nee. Jetzt verreckt doch, genau. Dankeschön. Hä? So. Genau, eine Pistole hatten wir ja gebaut, ne? Ich glaube, das haben wir noch gemeinsam gemacht. So, hier ist noch ein Pfeil. Warum nimmst du den nicht gleich auf? Wo sind denn die anderen Pfeile jetzt? Ach nee, gibt's doch jetzt nicht, oder? Wo sind denn meine Knochenpfeile, du? Ach ja, den kann ich auch nochmal nehmen. Verbände, hatte ich ja ein paar mitgenommen. Ja. So, also, wo ist mein Pfeil? Da liegt noch einer. Ja. Nimm ihn, nimm ihn. Da oben?
Wie ist der denn da jetzt? Wo hängt der denn fest? Hängt er noch hier bei dem? Ach Gott, der hängt noch da hinten rum. Hat er den nicht mitgenommen? Ah ja, jetzt aber. Gut. Oh Gott, ey, wenn der Endboss auch so scheiße wird, dann ja, Prost Mahlzeit, Leute. Prost Mahlzeit. Ja, bevor wir bei dem sind, muss ich ja doch nochmal Heilmittel nehmen, ne? Wo ging's denn da jetzt hin zu dem? Tja, entschuldigt. Ach Gott, hier habe ich ja noch gar nichts kartiert, ey. Was? Das ist ja übel. Jetzt ist auch noch schlechtes Wetter, ne? Und es regnet wieder, es ist wieder düsig, ist doch alles scheiße hier. Aber wo war der denn jetzt noch? Hier. Hier ging es doch lang, ne? Oder? Nimm mit. Ja, ne, kann man immer gebrauchen. So. Ging es nicht hier ein bisschen lang so? Ne, hier definitiv nicht. Irgendwie war mir danach, dass es hier lang ging. Ha. Ah, ja, genau. Ja. Hier geht's zum Endgegner. So, Leute. Das sind wir. Da sitzt der alte Sack. Irgendwo da, wo es tot ist, ne? Wie viele waren da unten noch? Ein oder zwei, ne? Ich sehe nur einen. Das wäre gut. Ja. Ach, Mist. Ja, der hat noch leichte Probleme. Irgendwie ist der hier in der Ecke sehr komisch programmiert, ne? Ja. Okay, Allheilmittel. Müssen wir uns reinhauen, ne? So, wie lange braucht der? In 2,5 Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal eben 2 Stunden schlafe hier, soll das doch wohl gehen. Ich habe ja das Bett mit. Platziere das mal irgendwo hier. So, aber nur 2 Stunden. So. So. So, dafür habe ich es ja mitgenommen. Wie spät haben wir denn? Ah, das könnte man machen, ne? So, ihr Lieben. Da oben ist der Boss. Also. Ich muss einmal die Pfeile raus, die Pfeile rein. Der Bogen sitzt locker. Ich habe einen Säbel auf der 1. Lähmende Pfeile, fangen wir mit an. Didim, zu spät. Oh oh. Oha. Hau doch nicht ab, Jung. Da oben treffe ich ihn nicht, oder was? Oh oh. So, jetzt kommt Big Boss. Yes, baby. Komm her.
Ja. Ja. Ey, das ist aber mies hier, ne? Scheiße. Au. Ey, du Drecksau. Ach Mann, das ist doch scheiße so. Ja, ey. Boah, Alter, jetzt schon 4 Stück hier. Alter. Das ist ja mal mies. Au, Scheiße. Ha, das war Mist. Wo bin ich und was habe ich verloren? Habe ich alles verloren? Ja, liegt alles da hinten beim Boss, ne? Gut, dann rennen wir doch mal durch hier. Meine Pfeile auch. Ja, das Schöne ist ja, dass man nichts verliert, ne? Okay. Ey, das ist fies. 4 Wölfe. Mamma mia, ey. Ätzend. Echt gemein gemacht. Ja. Hoffentlich hat er nicht wieder volles Leben, ne? Das wäre echt jetzt mal eine miese Geschichte. Das wäre echt fies, ne? So. Schauen wir doch mal. Hier 5 Wölfe, ne? Fiese Sache das. Fiese Sache das. Ja, dann musst du den noch schneller besiegen, Junge. Alles nehmen natürlich. Scheiße ist das. Ja, hier der letzte. Ja. Schick mal deine Coyotas hier. Coyotas, Toyotas hier. Aha. Komm, Kollege, werde ich selber. So, diesmal, ne? Diesmal mach ich's dir nicht so leicht. So, erwischt, hä? Die Kollegas hab ich. So, du kommst jetzt mal hier hin. Nein, nein, nein.
Oha. Ja, was denn? Au! Ey, du Sack! Das ist nicht fair! Schnell. Ja, du Arsch, du. Feige Ratte. Ah, jetzt sind es ja nur zwei. Das geht. Na, komm her. Na, komm her. Na, was jetzt, Feigling da oben, du? Dämlich, ja. Ach, das ist doch fies. Wieso hat er wieder volles Leben? Das ist ja mal eine miese Geschichte hier, ne? So, komm her, du. Arsch, du. So, komm. Ja, komm. Na, komm her. Dich hab ich auch. So, du komm noch mal runter. Wo ist er denn? Ah. So, jetzt aber, mein Freund, jetzt krieg ich dich. Zum Glück kommen die einer nach dem anderen hier, ne? Ja, dich habe ich auch, Sackgesicht, du Blöder. Ja! Du Hanswurst, du! Oh, Aufnahme läuft, oder? Leute, macht mich nicht schwach. Aufnahme lief. Gott sei Dank. Jawoll! Da haben wir den Sack. Ja, das muss ich mir ja wohl nehmen, ne? Und das auch. Was ist das denn? Alter Truhenschlüssel. Nützt ja nichts. Jawoll, jawoll, jawoll. So, jetzt kann ich erstmal gucken hier. Pfeile einsammeln. Ja, der lebt sich jetzt aber nicht neu, wenn ich hier gerade den Bereich verlasse, oder? Nee. Hier sind die ganzen Pfeile hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Makuawitel. Ein neuer Bauplan wurde freigeschaltet. Was haben wir denn jetzt hier? Eine Waffe, okay. Makuawitel, Nahkampfwaffe von Elite-Einheimischen. Fügt pro Treffer mindestens 75 Schaden zu. Und der, naja, da ist das Schwert aber besser, du. Na gut, aber wir haben den Big Boss besiegt. Ja, kann man hier noch irgendwie da hoch? Nö, ne? Okay, wir sind einmal draufgegangen. Das ist verzeihbar. Gib. Jupp. Hier ist doch auch noch irgendwas. Ah. Erfordert ein Lianenseil. Das kann ich sogar, glaube ich, bauen. Ne? Ich hatte doch vorhin eine Liane gefunden. Ja. Jo, machen wir.
So, dann haben wir das repariert und dann kommen wir nämlich in Zukunft schneller zum Boss. Hier ist noch ein Stück Eisenerz. Was haben wir da? Eisenstammbaum. So, ich habe eine Wunde, das meckt nix. So, dann ess das mal. Ess das. Und trink davon einen Schluck, ne? Gut. Wir haben 5 Eisenpfeile, das heißt, ein Eisenpfeil fehlt mir noch. Der hängt da oben, da komme ich wohl nicht mehr dran, ne? Nee. Also wenn er da oben ist, kannst du schießen, wie du willst, triffst du nicht, ne? Ja, Leute, den ersten Boss haben wir geschafft. Und wunderbar. Ja, da kriegen wir auch bestimmt ein schönes Foto raus. Ja, würde ich sagen, dann präpariere ich mich für die nächste Folge einfach mal. Fahr nach Hause, da muss ich euch ja nicht für mitnehmen. Fahrt du Home. Und ja, den alten Grubenschlüssel haben wir wahrscheinlich nicht mehr, ne? Aber wir haben hier großer Schakal-Trophäe. Ja, dann würde ich sagen, ich begebe mich mal nach Hause. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.